hätte wieder ganz schön schief gehen können. Du. Entschuldigung, dürfen wir mit Ihnen kurz über unseren Herrn und Erlöser, das absolute Böse, reden? Untote Kreaturen können nach der Erforschung des Tempels über Stufe 5 hinaussteigen und wollen ab Stufe 6 dort regelmäßig beten. Ihre Anbetung erlaubt es, das absolute Böse zu beschwören, zumindest für eine kurze Zeit. Interesting. Es ist Zahltag. Das ist quasi das Entspannungsbad für die Vampire, oder wie? Gotcha, gotcha. Vier Stück brauchen wir davon. Okay. Das Gute wird fallen.
Ich weiß, es ist das Portal zu gehen, wäre auch schlauer gewesen, aber hier kommen wieder Leute angeflitzt. Falls wir die zwischendrin antreffen, supidupi, falls nicht, dann nicht. Scheint nicht der Fall zu sein. Hätten wir auch durchs Portal laufen können, aber da hätte es vereint. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Es ist Zahltag. Einen können wir noch holen. Wen holen wir? Thank you.
Guckt euch den Vampir an. Er schwebt rennt. Wie macht er es? Who knows? Who knows? Magie eines Obelisken konnte genutzt werden. Nice. Ich würde sagen, wir machen die hier. Und dann schnappen wir uns wieder Leute und gehen wieder nach oben. Wir müssen viel mehr oben machen auch, als hier nur hier unten zu sein in dem Level. Okay. Wir gehen aber durchs Portal. Nehmen mit dich, damit du levelst. Dich und der Rest bleibt hier unten. Ich will Thanos Kopf. Der Magier-Turmschild-Generator war vernichtet und ließ das Katapult schutzlos zurück. Genauso wie es das Schutzlosigkeit gern ausnutzende Böse mochte. Mm-hmm.
So, dadurch, dass wir ja jetzt das hier haben, können wir jetzt die anderen Fallen machen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Die Magie eines Obelisken stand nun bereit. Nice. Es ist Zahltag.
Die brauchen so lange, bis sie alle ihr Geld geholt haben. Ja, absolut. Deswegen wird Teleportation auch immer wieder aufs Neue eins der ersten Sachen sein, die ich kaufen werde. Hübsch. Klatsch. Klatsch. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zahltag. Die Macht ist...
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hört ihr dieses mahlende Geräusch? Das ist ein Riesenwurm, der sich durch den Untergrund frisst. Es ist Zahltag. Einfach nur als weiterer Lagerplatz. Der hier ist voll. Thank you.
befehle ich mich. Was kann ich tun? Heilt euch mal ein bisschen. Und weiter geht's. Das herumgeisternde Böse hatte ein paar Steinwächter geweckt, die friedlich im Untergrund geschlafen hatten. Sie waren darüber mehr als unerfreut. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Helden bedienen sich in eurer Schatzkammer. Oh moi. Okay. Solange sie ablenkt. Oh gosh, die gehen alle da unten. Sollten wir ja auch Türen hinbauen, ne? Ja?
Obwohl, wenn wir den Weg hier offen lassen, müssen die hier erstmal rumlaufen, um dann zum Dungeon herzukommen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das würde mir Verschnaufpausen geben. Ich muss da halt nur damit rechnen, dass sie sich halt jedes Mal an meinem Geld bedienen. Aber ich meine, wir haben 2 Diamantquellen. So schlimm ist das gar nicht. Ich glaube, ich lasse das so. Ein Obelisk war bereit, ein magisches Geschoss zu erschaffen. Hier einfach noch mehr Fallen hin, auf dem Weg dahin. Dann sollen sie hier lang gehen, wenn sie lustig drauf sind. Okay. Zurück zu euch. Dem habe ich's gegeben. Sind Türen die neuen Fackeln? Nein. Nein. Türen sind nicht nutzlos. Das wie durch Zufall auf Sachen stoßende Böse hatte einen zweiten Obelisken gefunden. Auch dieser würde machtvolle magische Geschosse erschaffen können und wurde deshalb gut bewacht. Das alles an sich reißende Böse hatte auch den zweiten Obelisken eingenommen. Frei nach dem Motto, doppelt hält besser, konnte es nun die zweifache Menge an zerstörerischer Energie nutzen. Nice. Very nice.
mal. Nimm dich mit. Ha, sie ist noch am Heilen. Das ist blöd. Nimm dich mit. Und dann nehmen wir sie noch mit, wenn sie fertig geheilt ist. Weil eine Heilerin haben wir hier unten noch, das passt schon. Nella, Propeller, schneller, Propeller. Das Böse wird siegen. Das herumstampfende Böse hatte ein paar Steinwächter aufgeschreckt, wovon diese leider ganz und gar nicht begeistert waren. Sind Feinde in eurem Dungeon. Das war's für dich. Ein Obelisk war bereit, ein magisches Geschoss zu erschaffen. Wirklich nur zwei Obelisken? Waren da nicht drei? Das arglistige Böse hatte einen Steinpfeiler umgeworfen und damit die Stadtmauer schwerstens beschädigt. Ein kluger Schachzug.
Was soll ich tun? Und das mit Stolz erfüllte Böse hatten ganze Arbeit geleistet und die Städte in Schutt und Asche gelegt. Nice. Der Weg zum Schicksalsberg stand nun weit offen. Puh, das hat Spaß gemacht. Nach der Sache mit Thanos dachte ich, ich hätte nicht mehr das Zeug dazu. Aber nein, ich kann noch Sachen kaputt machen. Das war effizient von dir. Ich meine, mir. Ich finde diese Sache mit dem Bösesein mittlerweile eigentlich ganz in Ordnung. Siehst du, so mag ich das. In dir steckt offensichtlich doch genug von mir. Also von dir und mir. Ach, dieses gespaltene Persönlichkeitsding ist immer noch voll verwirrend. Ein spannender Monolog oder Dialog, den ich aber an dieser Stelle wegen absoluter Unspannung abbrechen will. Außerdem schließt das Gespräch den hervorragenden Erzähler nicht ein. Deshalb ist es ohnehin völlig unsinnig. Wie auch immer, das sorgenfreie Böse zog weiter. Zum Schicksalsberg. Schicksalsberg. Eine Erschütterung der Macht. Talia hatte den Schicksalsberg erklommen. Das unsagbar Böse hatte sie hierhin geführt, um sie mit einem Ritual zu stärken. Nice. Thank you.